Als erstes zeichne ich mir wieder mit einem Kreidestift die Perspektive etwas vor, damit ich beim Malen mich aufs Malen konzentrieren kann und nicht erst dann mich um meine Aufteilung des Bildes kümmere. Also ich nehme ganz gerne einen Kreidestift, ziehe mir jetzt einfach mal eine Horizontale. Den kann man halt auch wieder wegwischen, den Kreidestift. Und gehe jetzt mal, gebe das Meer mal hier hin. Hier soll also mein Meer rein. Das ist Landschaft, Dünenlandschaft. Vielleicht setze ich hier auch noch mal die ein oder andere Düne mit drauf. Muss ich mal sehen. Das weiß ich noch nicht. Ich habe also eine Perspektive, die so hier den Fluchtpunkt hat. Und beziehungsweise irgendwo da hinten weiß, das Meer wird jetzt die Wellen dahin ziehen. Die Wolken werden irgendwo hier hinten sich auflösen. Also einmal Sand. Ich nehme gleich mal einen größeren Pinsel. Denn jetzt geht es mir erstmal um die Farbaufteilung. Wichtigstes Werkzeug, der Pinsel immer trocken und die Farbe verteilen. So kriege ich jetzt erstmal ein Gefühl für die Fläche. So, das ist schon der erste Step. Jetzt kommt das Blau. Ich nehme erstmal einen hellen Blauton. Ich weiß, dass ich nachher noch ein ganz anderes Blau mit einarbeiten werde, aber ich fange jetzt erstmal mit einem ganz hellen Farbton an. Wieder verteilen. Immer trocknen zwischendurch. Der muss immer trocken sein. So, jetzt brauche ich ein nasses Tuch, weil ich mir jetzt wieder ein paar Flächen rausziehe. Ich fange schon an, ein Gefühl für die Wellen zu bekommen. Also ich ziehe jetzt gerade mit dem nassen Tuch die Farbe wieder raus.
trocknen und wieder verwischen. Wenn ich die so runterwische, kriege ich die wesentlich sauberer hin. Also gerade. Jetzt muss ich warten bzw. es kurz föhnen, bevor ich weiterarbeiten kann. Jetzt kommt das Gleiche beim Himmel. Bisschen Wasser dazu, ist zu trocken gerade die Farbe. Die würde zu schnell antrocknen. Jetzt wird sie zu dünn. Zieh mir noch mal ein bisschen Farbe dazu. Jetzt denke ich mir so hier die Wolken hin. Und gehen von da so weg. Die Farbe war sehr nass und der Pinsel ist dadurch auch gleich nass. Und wenn der nass ist, dann zieht er mir Streifen rein. Also immer wieder trocken machen. So wie jetzt sieht man das hier, ne? Der ist nass. Muss natürlich auch raus. Ich habe mehrere davon liegen und nehme mir einfach den nächsten trockenen. So, jetzt habe ich meine Bildaufteilung und überlege jetzt, beziehungsweise lasse es jetzt erst wieder trocknen und überlege mir in der Zeit nochmal, wie jetzt genau die Wellen hier aussehen sollen. Jetzt ist alles trocken. Jetzt habe ich hier wenig Bewegung drin. Ich habe mich hier um den Saum des Meeres noch nicht gekümmert. Und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, wie sieht denn das hier überhaupt aus? Was für eine Perspektive kriege ich denn da jetzt rein? Und ich weiß, wenn ich nach hinten gehe, verkürzen sich die Wellen. Und so dichter ich nach vorne komme, umso größer werden die Bögen. Und damit ich mich, oder beziehungsweise jetzt habe ich erstmal Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und das mache ich ganz einfach so. Ich nehme mein Farbton und mische mir mal so ein hellblau. So setze ich jetzt das Hellblau da drauf und kriege jetzt schon mehr eine Perspektive, weil die eben kurz sind und jetzt größer werden.
Die Wellen werden ja so ans Land gespült, also in diese Bewegung. So, jetzt habe ich hier so kleine Ränder von der Farbe. Die möchte ich nicht. Deshalb wieder mein Werkzeug und verteile die einfach, schieb die einfach ins Wasser. Jetzt ist es wieder schön. Jetzt habe ich ein etwas dunkleres Blau und gehe jetzt nochmal wieder ins Meer. Ich mache ihn immer trocken zwischendurch. Und gehe jetzt wieder mit dem nassen Tuch über die Kante. Dadurch, dass ich ja jetzt mit Lasuren arbeite, habe ich wieder viel mehr Zeit, mich mit der Fläche zu beschäftigen. Horizont. So, das muss wieder trocknen. Werde ich immer dunkler und ich gehe immer mit einer transparenten Farbe darüber. Ich habe mir noch ein dunkleres Blau gemischt.
Jetzt muss ich nochmal mit einem nassen Pinsel rein, weil die mir hier zu dick ist, zu deckend. Ich brauche die noch ein bisschen transparenter. Das heißt, ich habe jetzt einfach auch ein Gefühl für die Fläche. Ich sehe sie aber leicht durchscheinend jetzt. Erstes gehe ich hier über den Rand, damit mir das hier nicht festtrocknet. Also ich halte jetzt gerade den Rand einfach nass. Das gleiche mache ich hier oben. Jetzt gehe ich ins Wasser.